Hallo Leute, ja, wir sind hier in Oxygen Not Included. Wir hatten letztes Mal hier das mit dem Wasser irgendwie gemacht. Haben hier eine Leitung gebaut, wo wir das kühlen wollen, was auch nach hier oben irgendwo hingeht, wo hier zwischendurch noch Strom gelaufen muss, damit die Pumpe fördern kann. Und hier oben ist auch noch ein Ende, was gemacht werden muss. Ja, müssen wir mal gucken, ob das, was ich da gebastelt habe, funktioniert. Schauen wir mal nach dem Intro, ne? Bis dann. So, hier oben geht erstmal keiner hin. Das ist die Frage, ob das nachher hier nicht eingefroren ist. Aber das sehen wir alles dann. Ah, hier wird der Strom schon mal weitergemacht. Aber das ist noch ein ganz schönes Stück, wenn. Hatten wir noch Kupfer angestoßen? Ich glaube ja, ne, oder? Ja, steht auf 20. Ah, da kommt auch gerade einer und macht das, ne? Ja, wunderbar. Okay, was sagt unser Dingens hier eigentlich? Wie lange ist denn der aktiv noch? Aktive Phase 58, 99,1. Okay, das nächste Ruhephase ist in 6. Also der wird noch einiges am Wasser rausschmeißen. Ich bin gespannt, wie hoch das wird. Das ganze System funktioniert ja erstmal. Hier kommt auch Wasser rein. Leider nicht an der Pumpe, oder? Obwohl, da ist kein Ausrufezeichen dran. Das heißt, es kommt da Wasser hin, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es nicht heiß. 17,4 Grad ist es. Und hier. Ah, hier ist es doch dann 33 Grad, das Wasser. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Können wir das mal wegräumen? Gut, das Eis hatten wir ja schon rausgeschmissen, ne, oder? Und da ist noch mehr drin. Haben wir es wieder reingenommen? Okay, weiß ich nicht, wie wir das gemacht haben, aber erstmal haben wir da nichts gemacht, ne? Hier ist eine kühle Umgebung, hat er gesagt. Na dann. Auf jeden Fall ist das Wasser jetzt weg. Da ist auch nochmal Wasser. Okay, ich bin gespannt, wie wir damit umgehen können. So, hier haben wir aufgewischt. Ja, die produzieren noch. Hier hatten wir schon ein Stück weiter gemacht, weil wir das vergrößern wollten, ne? Der Suche nach Nahrung. Hier ist aber doch Kohlendioxid drin. Naja, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Er meckert, dass es kalt ist. Wie Grad ist es denn hier? 40 Grad. Naja, aber es funktioniert ja, hier unten kommt der Öl an, ne? Wie habe ich den gebaut? Kann mir das einer sagen? Wofür ist hier ein Slicks da an? Der Ding ist drin da. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht erstmal wichtig. Wir haben hier auf jeden Fall weiter ausgehoben. Wir haben den Boden da schon gebaut. Dann lass uns hier noch gerade ein bisschen mehr graben. Können wir auf jeden Fall noch so weit machen. Und hier können wir noch so weit machen. Und hier können wir definitiv noch. So, da müssen wir auch so einen durchlässigen Boden machen werden, ne? Das ist die Gitterziegel. Gitterziegel, ja. Da sind die Gitterziegel, die wir da bauen müssen. Die sollen dann mal so hier hin. Ja, mal gucken, wie weit wir da kommen. Gut, was war unser Problem? Sauerstoff war unser Problem, weil wir keine Algen haben, ne? Genauso sieht es aus. Hier ist natürlich schon ziemlich dünn, ne? Aber waren wir nicht hier oben irgendwo am Algen ausheben? Hier so? Ja, Schleim. Was ist denn hier kontaminiert und was nicht? Hier ist nichts kontaminiert. Also das würde bedeuten, dass man den Schleim hier eigentlich umwandeln kann. Können wir hier irgendwas wischen? Nein, nicht wirklich, ist zu viel. Können wir hier was wischen? Da? Auch nicht, alles zu viel. Hier sind nochmal Algen, ne? Da sind auch Algen. Ist hier kontaminiert? Da, wo ich grabe, noch nicht. Okay. Hier haben wir eine Stelle rüber gemacht. Den können wir weggraben. Gucken wir auch an den Pilzspore vielleicht dran. Dann kommen wir da nochmal hoch. Er baut schon mal, das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt müssten die weiß werden. Oder der hier weiß werden. Na, noch nicht ganz. Na doch, ist er schon. Das heißt, da kommen wir auch oben hin. Genauso wie wir da unten gleich hinkommen. Hier ist kein Sauerstoff, okay. Wischen geht das?
Ja, da geht Wischen. Nee, geht Wischen nicht. Aber da nicht hinkommen, okay. Wenn wir den da weghaben, kommen wir dann da auf die Spitze und dann geht das. Müssen wir gucken. Okay. Oh, die 60 Algen haben wir schon geholt. Und da geht kein Wischen, ne? Warte mal, lassen wir da die Treppe weiter runterbauen. Und wir hier noch hinkommen zum Graben weiter, ne? Da ist fertig, das bedeutet, grab die beiden mal weg. Und wir haben ja überall Algen jetzt aufgenommen, wir haben 792 Kilo. Das heißt, wir kriegen wieder ein bisschen Sauerstoff dazu. Okay, was macht unsere Leitung nach oben zum Längenstrom? Sitzt wohl, oder? Ne, da müssen wir mal sanitär gucken. Rohrleitung, fehlt da noch? Und aber da oben ist fertig. Und Elektrizität. Die Leitung. Wo gehen die hoch? Da. Aber bis zur Pumpe ist wohl auch Strom. Aber die kann nicht fördern, weil kein Wasser da ist. Ja, da müssen wir noch mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ne? Wir können hier mal einen weitergraben, dann kann man den auch zumachen. Ne? Und das müsste doch einfach alles weggebaut werden können, oder? Und das auch. Dann müsste man hier weiter zubauen können. Und das müsste doch auch funktionieren dann, dass man das hier so macht, oder? Schauen wir mal. Essen. 30.000 Algen. Na, nur noch 400. Sieht aber erstmal gut aus. Was sagt unser Sauerstoff in der Basis? Der ist, ja, es geht so, ne? Hier oben ist auf jeden Fall gut, aber hier unten könnte es besser sein. Ja, mal schauen. Oh, hier waren sie aber schon fleißig, ne? Slickster Brutmaschine, aber da ist nichts mit Brüten. Das dickste Ei haben wir nicht, ne? Wäre auch kontinuierlich zum Ausbrüten. Okay, da kann man schon wieder aufwischen. Geht. Hier ist eine Schleuse. Das macht unser Wasser. Hier ist ja schon mal mehr geworden. Und es ist noch 15 Grad, das Wasser. Hier ist es 30. Momentan läuft unser Wassergeschichte gut. Hier ist es 84. Hier ist der Raum aber warm mit 40 Grad. Und hier? So, ist auch nicht kalt. Das ist, weil das Wasser hier wahrscheinlich abgibt, ne? Leiter, Rohr, da, 43 Grad. Es gibt wahrscheinlich hier die Wärme ab, ne? Das könnte das Problem sein. Haben wir hier keine isolierten Rohre genommen, ne? Vielleicht sollten wir mal überlegen, dass wir hier nochmal eine Mauer ziehen mit Isolierstein. Hier weiß ich jetzt noch nicht, wie weit ich da runter gehe. Lass erstmal die machen und dann schauen wir weiter. Hier müssten wir auf jeden Fall nochmal abisolieren. Dann machen wir das am schlauesten. Ich will das zumachen und hier vielleicht eine Schleuse hinbauen. Lass uns diese beiden abbrechen. Weil da können wir von da runterkommen erstmal. Und brauchen wir eine Schleuse. Blockiert Flüssigkeiten und Gase, fällt den Druck zwischen den Bereichen. Ja, wird wahrscheinlich das Einzige sein, was wir da bauen können. Strom wäre dann noch zu bauen. Hier wäre eine Tür, die da fehlt, ne? Ja, erstmal ist alles gut. Flüssigkeit hat da 31 Grad und da hat es nur 16 Grad. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Aber hier ist kein Warnzeichen dran, das heißt, das Wasser kann da wohl aufgenommen werden, ne?
Ah, guck mal, da hat auch gerade einer irgendwas gemacht, ne? Ah, jetzt sieht kein Wasserzeichen da. Okay. Hier sieht es gut aus mit dem Wasser für die Toilette. Bin erstmal positiv überrascht. Wo ist der dritte? Ach, da, okay. So, jetzt müssten wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Ja, hier waren wir jetzt auch noch gar nicht drin. Hier müsste ich Dreier draufstellen, ne? Oder wie ist das? Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Was ist hier für Luft drin? Kohlendioxid, okay. Wenn die sich da draufstellen, was passiert dann? Neuraler Oszillator. Kein Strom. Okay, da ist gerade eine Pflanze fertig geworden. Kann ich einfach hier so runterbauen? Ist das Eisen? Ja. Müssen wir gerade hier aufräumen. Okay, da haben wir keine Möglichkeiten, irgendwo was hinzutragen. Der Wasserstand hier steigt, das Wasser hat immer noch 84 Grad. Leiter ist aus Sandstein. Was macht er jetzt hier? Ach so, er geht jetzt hier durch. Oh, da fehlt Strom an der Tür. Das jetzt wieder so sinnig ist, was ich gerade da mache, müssen wir mal genau überlegen noch. Die laufen jetzt alle hier lang. Da gibt es keinen Sauerstoff. Kabelbrücke, okay. Er macht das. Was macht unser Kreislauf? Auch hier wird Wasser gefördert. Das heißt, unsere Kühlanlage funktioniert irgendwie. Nochmal Sanitär, nochmal Leitung. Okay, das erste Wasser kommt jetzt hier an. Jetzt die Frage, wie weit ist das Wasser an der Temperatur? 19,4 Inhalt vom Wasser bei 31 Grad. Okay. Jetzt wird es interessant, wie das, welche Temperatur das Wasser gleich auf dem Rückweg hat, ne? Kühlt das überhaupt ab? Ja, sieht nicht so aus, oder? Ich glaube, wir müssen hier Radiatorrohre reinbauen, damit das funktioniert. Oder ein Wärmetauscher, ne? Müssten wir den hier hinbauen, ne? Das war grün Eingang, Ausgangsrohr. Das heißt, der müsste so dahin. Geht aber nicht. Also, wenn er da ist, dann interessant, dann ja. Machen wir den da hin. Nee, da ist er doof. Da wäre er schon nicht schlecht, ne? Mach den mal gerade auf Prio 9. Wo ist denn jetzt das Wasser? Temperaturen. Die Rohre sind eiskalt. Wo ist jetzt unser Wasser? Okay, das Wasser kommt jetzt hier gerade zurück. Und ist minimal kälter geworden, kann das sein?
Und das ist jetzt 31,4. 31,8, 31,7. Und es ist eher kälter hier geworden. Es gibt nur Wärme an dem Raum hier ab. Hier müssten wir das Wasser gleich sehen, oder? Okay, das Wasser ist ein bisschen kälter. Ich hätte jetzt hier Wärme erwartet. So, jetzt rennt hier oben einer bitte hin und macht den Wärmetauscher mal. Da kommt auch jemand. Gucken, wie weit das klappt, den da zu bauen. Ja, wir müssen dann auch noch schnell Leitungen machen, ne? Sanitär. Radiatorrohr. Und das abbrechen, das war falsch. Und Prio 9 natürlich setzen. Wärmetauscher. Oh, minus 28,6. Ich hoffe, es kommt auch jemand, bevor das Wasser da oben ist und irgendwie ausläuft. Aktuell müsste es ja hier rumlaufen, oder? Ist nun mal sicher. Ich hätte ja die Pumpe ausmachen können, ich halt, ne? 31,4. Irgendwer kommt da jetzt und baut da oben was. Aber das klappt alles so. Ja, es ist kalt, ja. Und jetzt haut er aber wieder ab. Ich hoffe, das läuft jetzt hier noch so passend weiter, ne? Das ist ja eigentlich blind. Das heißt, es müsste so weiterlaufen. Tut's auch. Wird jetzt gerade Material gebracht. Ich hoffe, es wird jetzt so gebaut, dass das Wasser noch vorbeiläuft und nicht rausläuft. Okay. Das hat erstmal noch funktioniert, ne? Was hat das für eine Temperatur? Immer noch die gleiche Temperatur im Prinzip. Wir sind gespannt, wie es hier fertig wird. Ist das sogar ein isoliertes Rohr hier oben, okay? Das aber nicht, ne? Ja, das Radiatorrohr ist kalt. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie es wird. Ob ich das einigermaßen organisiert kriege, dass es klappt. Ah, hier haben wir noch was. Blaupause. Das Paket Dünger. Ja, warum nicht, ne? Nehmen wir mit. So, dann können wir noch mal gerade gucken, was hier noch die Duplikanten machen. Also ihn könnten wir theoretisch weiter ausbilden. Aber womit? So, hier haben wir Kunst nur einen. Hier sind so bald alle dabei. Ah, da müssten wir hier was machen. Gut, dann geht er mit der Forschung noch weiter. Hier geht auch noch was. Tja. Herzen hat er hier. Ja, kommen dann auch da. Herzen sind alle. Ne, hier ist noch Herzen. Zack. Oh, habe ich nicht aufgepasst, aber Glück gehabt. Hier geht auch noch was. Nimm da auch noch bitte. Hier. Ja. Aber Herzen sind schon alle da. Hier gehen sogar zwei. Ach, die sind momentan alle ziemlich glücklich, kann das sein? Mach da mal.
Da mal. Er ist nicht gestresst. Da. Hier können wir 3 Punkte vergeben, aber das. Ah, das ist schon ein bisschen knapp, ne? Aber hier können wir sogar da schon hin. Aber würde ich jetzt nicht machen, das war mir zu knapp. Oh, er ist schon so weit. Oh, er ist schon durch. Er kann schon Raketennavigation. Er ist schon fertig. Schweres Graben, 3. Hier Kunst kannst du jetzt machen, wenn er. Hier, Herzen sind alle durch. Mach da weiter. So, die anderen lassen wir erstmal so. Gut. So, ich bin erfreut erstmal über unsere Planung hier mit dem Wasser und so. 35 Grad, 18 Grad. Das hatte 80 Grad. Das ist erstmal gut. Oh, hier die Wand ist schon gebaut. Das ist schon mal schön. Da müssen wir jetzt nur gucken, wie wir kriegen wir das hin mit der Schleuse, ne? Eigentlich bietet sich hier irgendwie was anzumachen. Und dann ist hier irgendwas. Und links ist verseucht. Ist das hier Algen? Nee, ist Granit. Hier ist die Schleuse. Wollen wir hier gerade hier lang gehen? Nee. Hier gefällt mir das gerade nicht so. Hier eine Schleuse bauen und da zumachen und hier zumachen und den aufmachen. Das wäre es wohl, oder? Zerlege ich den mal. Und den müssen wir auch zerlegen. Ja, das ist jetzt schwierig da. Machen wir daneben eine Leiter. Da die Leiter dann hin. Dann kommen die da runter, gehen hier rüber. Ja, da muss noch ein mehr. Ein Teil mehr, bitte. Hier die Schleuse, ne? Ja. Den weiß ich jetzt noch nicht. Den brechen wir erstmal ab. Hier oben müssen wir das auch nochmal mit der Schleuse dann machen, ne? Achso, das haben wir hier gelöst, weil die sollen da lang laufen. Ah, da kommt jetzt die Schleuse hin. Ist die stromtechnisch schon angeschlossen dann? Sieht so aus. Das heißt, die können von da aus kommen. Das heißt, ich kann dort oben zerlegen machen, ne? Wasser ist hier 35 Grad und hier 16 Grad. Was macht unsere Anlage hier oben? Oh, ist fertig. Das heißt, wir müssen hier diese Schnippelschere machen. So, und jetzt läuft es da durch, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, wie viel Grad hat es hier. Wasser hat 31,6, 31,7. Passt. Jetzt bin ich gespannt. Wie viel hat das Wasser nachher? Oh. Das sind 4 Grad weniger oder sowas, ne? Ne, 2 Grad. Sechsundzwanzig Grad, okay. Okay, das ist so weit, wie ich es haben will, erstmal. Und wenn das 26 Grad Wasser hier durchgeht, dann nimmt das ja wieder was auf, weil dieses Wasser mit 35 Grad, oder wie war das hier vorne? Ja, hat. Mal schauen. Das sind alles isolierte Rohre, naja. Hier haben wir 16 Grad. Die Pumpe pumpt nicht. Warum nicht? Weil kein Strom da ist. Warum ist kein Strom da?
Kohle fehlt wahrscheinlich. Wie ist hier der Strom angeschlossen, bitteschön? Über den hier. Was mit dem? Warum hat der keinen Strom? Wie sind die denn angeschlossen hier? Die sind doch alle hierfür abgeschlossen. Okay, der da unten fördert noch. Aber der hat nicht mehr. Okay, was läuft hier falsch? Den können wir abreißen, ne? Dann kann der da gebaut werden. Nur was passt jetzt hier gerade nicht? Wir haben keine Kohle mehr. War das diese Ansicht? Nee. Materialansicht war da. Und dann brauchen wir Kohle. War das Kohle? Ja, hier ist Kohle. Guck mal, da ist auch noch Kohle. Wo ist denn jetzt hier Kohle? Da ist auch Kohle. Aber das bauen wir gerade anders ab. Die einzige Kohle, wo ich jetzt dran komme. Ich glaube, den kann ich auch mitnehmen. Den haben wir schon gemacht, das heißt, wir können auch den abbauen. Hier haben wir geschlossen. Die sind gebaut. Das heißt, den können wir aber wieder abreißen. Hier kommt aber keiner hin, weil da die Leiter fehlt. Schauen wir mal. Okay, das Wasser steigt natürlich derbe an, weil er da permanent jetzt am Arbeiten ist. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Hier sind es Wassertemperatur 34 Grad. Aber hier waren es 16, ne? Ja. So, was macht unser Wasser? Was durch den Wärmetauscher geht? Wo ist es? Nirgendwo hier. Da läuft es gerade. Welche Temperatur bekommt das oder hat das? 27 Grad. 27,2, 27,5, okay. Dann ist denn die Umgebungstemperatur hier? Oder 37 ist mollig warm hier, wa? Das Wasser hat 28 Grad, das ist also kühler. Mal gucken, wie es hier ankommt nochmal. So, 27. 8, 27, 27, 27, 6, 27, 7. Letztere Wasser ist am wärmsten. Dann haben wir hier 21. Okay, das wird definitiv runtergekühlt. Das war das letzte. Das ist bei 23. Okay. Sieht erstmal gut aus, was wir da gebastelt haben, aber ob das auf Dauer funktioniert, ist dann die nächste Frage. Nicht, dass uns das da oben irgendwann einfriert. Ja, das ist schon kühles Wasser da, ne? Hier ist es 35 Grad, okay. Hier auf dieser Seite ist das Wasser. Hier ist ja auch nicht mehr jetzt nicht sehen. Hier. Jetzt ist nur 30 Grad. Das liegt hier die Temperatur auch an Raum ab, ne? Jetzt ist 30 Grad im Raum. Das geht sogar, ne?
Was war hier, eine Schleuse oder was? Ich glaube, die bauen wir da mal wieder hin. Zwar keinen blassen Schimmer, warum die da fehlt, aber machen wir sie mal hin. So, jetzt können wir hier definitiv zumachen. Weil die können ja da rumgehen, ne? Ja. Noch geht's da lang, dann geht's da lang. Will ich hoffen. Hier der Umbau kann jetzt stattfinden, oder? Das ist die Leiter, die zerlegen wir. Hier muss jetzt eine Kachel hin. Die Leiter können wir auch zerlegen. Und die Leiter können wir auch zerlegen, ja. So, da kommt noch ein Stein hin. Und da kommt dann die Schleuse hin. Und Strom brauchen wir auch. Das geht dann hier so, ne? So, dann haben wir den Raum hier unten abgeschottet. Aber ob das hier jetzt vonnöten war, ist die nächste Frage. Aber lassen wir erstmal so. Wichtiger war hier oben eigentlich, ne? Mal gucken. Wie warm ist es hier? 34 Grad und hier sind es nur 31 Grad. 26 Grad, 26 Grad und da auch noch 25 Grad. Aber unser Wasser funktioniert ja erstmal. Er kommt da aber nicht dran. Dann müssen wir den Hahn mal mehr aufdrehen. Weiß ich nicht. Wir haben jetzt 41. Ja, so viel wollte ich dann nicht. Mal verdoppeln. Gucken, ob das klappt. Dass die Menge mit dem Wasser größer wird. Also hier ist auf jeden Fall angestiegen das Wasser, aber er ist jetzt momentan ruhig. So, da hat es einigermaßen geklappt mit dem Umbau. Ich würde jetzt mal diese Leiter zerlegen. Also wir sind jetzt hier unten drin. Kriege ich denn hier einen Dupe hingeschickt? Umgebungsdruck aktuell 0 Kilo. Ist egal, wenn. Ich müsste da was drauflegen oder wie geht das? Oh, schon 32 Minuten wieder. Das macht einfach Spaß, das Spiel, ne? Das ist das Problem. Okay, diese drei Knöpfe, da müssen wir irgendwas dran machen. Ich weiß aber nur noch nicht wie. Lass mal hier aufgraben. Und dann kommen wir da lang dahin. Dann können wir hier zumachen, ne? Schauen wir mal. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht heute die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.